we should go to the Realm of Darkness. No way! You can't go there until you get the power of waking. But come on, we have to do something. If we don't act, the organization's gonna win. Sora, do you even know how to get to the Realm of Darkness? Well, Riku and the King do. I won't tell you. Nope, not until you complete your own mission. Huh? The King? Riku? Is this a bad time? Enzo. So, I have some news about Ansem's code and the replica we need for Roxas's heart. Oh! And? First, the replica. Evan is still missing, but we found some of his research. I'll see what I can learn from it. You've got our thanks. As for Ansem the Wise's data, we've discovered a very interesting passage. I'll read you exactly what he wrote. I have discovered three unique hearts inside of Sora's. One is Roxas. The second has been with Sora for nearly as long. And a third has resided in Sora's heart for even longer. Most of his life, in fact. This is a truly astonishing discovery. While these hearts have now melded with Sora, grown silent and indistinct, Sora retains the memories of all three. The memories have been compartmentalized, each placed in its own box, so to speak. I surmise the hearts can be awoken provided that each of them is returned to the box that contains the correct memories. Unite the heart with its memories and provide it a suitable body within which it may flourish. And I believe any or all three of these people can be made real again. Roxas and two more? Who else? Oh, thanks, Enzo. Certainly. Take care. Three different hearts. One of them's Roxas. The other one must be Ventus. You didn't believe what you just said. Well, it's kinda all we got to go on. Sora, do you know who the third one might be? Guess I can't count. Hey, that's not related. Donald! Oh. Sorry we're late. It's okay. You got here as fast as you could. The organization claims to have their 13 darknesses. Do we believe it's true? I don't know. But there's something else they keep mentioning. They're after a new 7 hearts, which seems to be code for let's go bother more princesses. Well, as the original princesses of hearts, time for protecting the pure light has ended. They have passed the light to others. Our enemy must certainly be cognizant of this. If the new 7 hearts is what they wish to call them, so be it. But Kairi hasn't passed on her power.
Is she one of the new Seven? She must be. But still, she chose to wield a Keyblade and fight with us as one of the Guardians of Light. Yeah. We haven't found Terra yet. Hey, at least we've tracked down Ventus. Vanitas told us that he's inside Sora's heart. And so did Ansem the Wise and his data, so it almost certainly must be true. Oh, yeah. And that's great! Now we can rescue Ven! Maybe. Except Aqua's the only one who knows where he's hidden. We still have to find her first. I'll go. What? Is that wise? You need the power of waking, Sora. Do you have it? No. Probably not. Without that power, you are not ready to face the realm of darkness. Come on! What's so funny? Sorry. Master Yen Sid knows you a little too well. He said you'd try to stage a half-baked rescue. Yeah! Laugh it up! Sora, huh? I know you're volunteering because you're worried about me and Mickey. Yeah. Well, thanks. But the power of waking's important. You can come to the rescue once you've got that. Sound fair? Yeah. All right. But be safe. No reckless stunts. Yes, sir. Sora's the reckless one. No, not exactly. He just doesn't think. If only he listened to Master Yen Sid the way he listens to Riku. That would be a good start. I'm listening now. Very good. Sora will continue his journey to build his powers, while Mickey and Riku will focus on the search for Aqua. Yes, sir! So why are you back? Nice way to greet your old partner in crime. So, why do you think the old geezer took us back? He must know we backstabbed the organization when Xemnas was running it. Xehanort doesn't care about you or me. To him, we're nothing but empty husks. The old organization was the same. Xehanort needs 13 vessels to hold his essence. Husks? Not me. You up for another coup? Oh, please, you couldn't do it last time. You gotta play it smart, like me. What? You're not smart? Well, you heard what Marley said. I don't have to be smart. Or capable, or likable, or attractive. A cereal bowl would make a better vessel. Whoa now, you are way out of line. I am extremely imposing, when I want to be, which is admittedly almost never. Why haven't you gone to any worlds? Are you slacking? Course not, I got benched. Huh? Saix brought Vexen on board. They must be planning to use replicas. Those wind-up toys? Oh, no. The replicas are way more real than you remember. I mean, one stole my spot. Of course it stole your spot. You're dumb as a brick. Hardy har.
Vexen's latest replicas are no mere puppets. The Riku replica we used in Castle Oblivion was just a prototype. The next replica, the one crafted from Sora's memories, was real enough to join our ranks. And Vexen claims the new ones will be human in every way. If he ever finishes them. Oh, the thing is, I kinda told Sora and his nitwits that we're ready. My bad. Let them believe as much. Ugh, Xemnas. If they think that we have all 13 darknesses, then they will panic. And panic leads to a lack of preparation. Yeah, totally. Why is this thing a member again? Hey now, pointing is rude. The first 6 members of the original organization were all apprentices to Ansem the Wise, and the 7th and 8th members joined thereafter. The 13th member was Roxas, a Keyblade wielder. So, what about you? How do you suppose I chose numbers 9 through 12? Because our hearts are uber powerful. Wrong. You have been brought together for another purpose. What? So that we can rot away on the bottom rung? Ugh. You're in two? What is this organization rehash? I happen to play an important role. No one benched me. You were listening? So not cool. One must hold one's cards as long as necessary. What important role? That stupid box that Zigbar claims is real, but won't tell us a thing about? You'll just have to ask Zigbar that. Now then, Xemnas. What is this purpose? You didn't invite us back for old time's sake. You four are going to reveal your greatest secret. The ancient Keyblade legacy that slumbers within you. Huh? Hmm? Hmm. Damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Kingdom Hearts 3. Ich bin der Sam Simafix. Beim letzten Mal ist einiges geschehen. Wir haben die Monster Gear abgeschlossen und wir haben Randall in die tiefste aller Türen reingesteckt. Vanitas ist aufgetaucht und wollte hier Ventas Herz aus Sora stehlen. Und glücklicherweise, danke, dass Sully eindrucksvoller ist als jedes Organisationsmitglied, konnten wir ihn erstmal beseitigen. Nun gut, danach ist einiges geschehen, was wir jetzt hier nochmal gesehen haben. Sora will natürlich hier aufbrechen und weiter hier dem König und Mickey helfen, aber wir haben uns jetzt erstmal doch weiser halber entschieden, erstmal die Kraft des Erwachens hier zu suchen. Und das heißt, ein neues Universum liegt vor uns. So, wie neue Welten sind aufgetragen. Und sich aus neuen Welt zerreißen können, musst du zuerst mit dem Gummi-Chat erreichen. Okay, ja, okay. Das kannten wir schon. Das wurde uns seit 100 Jahren schon erzählt. So, schnell die Fahrt. Und was. Und das heißt, wir haben jetzt hier San Francisco Level 33 und Fluch der Karibik. Na gut, wir gehen diesmal erst in die schwächere Welt. Warte mal, ach, Level 38, das steht Level 33, oh mein Gott. Dann sind wir doch hier unter Level, Mann. Das kann ja gar nicht sein, Mann. Dann schreiben wir uns hier für den Nebelfluss. Oh, Leute, das Zeichen von der Karte sieht schon mal so verdammt geil aus, Mann. So, legen wir los. Jo, freilich, Mann. Mit meinem Gummijet kann mich hier niemand aufhalten. Okay, jetzt kommen wir in einen, ja, kleinen Favoriten hier von mir. In Kingdom Hearts 2 gab es ja zum ersten Mal Fluch der Karibik. Die Fluch der Karibik-Welt war eine sehr coole Welt, wo man dann den ersten Film nachher erlebt hat und dann diesen hammergeilen Showdown am Ende, der so spektakulär war. What? Sieht hier ein bisschen arg aus, Gas, oder? So, und das, besonders das Ende war halt einfach so ultra cool, man, wo dann am Ende
ja, sehe ich Jack Sparrow dann hier. Oh nein, das ist diese Kackfestung. Nein, dich habe ich schon mal bekämpft. Nie wieder. Nie wieder. Ich sagte nie wieder. So. Besonders dann halt, wie gesagt, das Finale war dann halt ultra krass dann, wo dann man gegen Barbossa kämpft dann. Das war so ein Showdown. Wie man es sich wünscht, man. Naja, und nun kommen wir wieder zurück, so wie es zumindest aus dem Trailer aussieht, wird es diesmal die Geschichte aus dem dritten Teil erzählen. Zumindest mit dieser lustigen Welt, wo Jack gefangen wurde, nachdem er hier gestorben ist. Schauen wir mal, was das erwartet. Ich denke mal, ein Kraken könnte vielleicht auf uns zukommen, was das ziemlich cool wäre. Ich versuche hier. Ah, okay, komm, eine Gegnergruppe können wir mal bekämpfen. Wenn die sich uns schon so fies in den Weg stellen. Ich mag nur keine riesigen Festungen mehr bekämpfen, Mann. Diese eine Kack-Festung, die wir bekämpft haben, die reicht mir bis zum Ende des Spiels. Glaubt mir das. Ja! Kein Bock mehr auf die. Der scheiß suchende Raketen, Mann. Sack. Alter, und gleich down. Ein Treffer, gleich down. Voll fair. Ich hab doch hier 5000 Gefolgsgeschütze, Mann. Das muss noch lang, um den zu besiegen, Mann. Tot. Toll. Ich hätte auch keine Ahnung gehabt, wie ich vor dem fliehen kann, neuer Start, ja. Eigentlich würde ich dir am liebsten skippen. Alles kein Problem, Mann. Und dann die mit ihrem Laser, Mann. Also. Diesmal haben wir das schön gemacht, übrigens. Ich weiß gar nicht, was ich gegen die machen soll. Wenn sie nur da unten schießen, dann kann ich ihnen mal ausweichen. Das ist ja madige Gegner, Mann. Also auf diese Laserstrahl muss man ja hart aufpassen, Mann. Komm, weg, weg, weg. Jetzt kommen sie wieder. So, haben wir zwei. Aber gerade haben die mich verfolgt, oder? Habe ich mir das eingebildet. So, jetzt super. War's das? Jetzt können die blöden Gegner kommen. Jetzt will ich ja mal super Laser. Ja, wenn ich gerade heiß drauf bin, Mann. Ja, mein A-Ring. Was will man mehr? So, damit haben wir es uns verdient, hier erstmal weiter zu cruisen. Ich weiß übrigens gar nicht, ob ich den richtigen Pfad überhaupt nehme. Das gibt immer. Weil ich die Chance dazu habe. Yo, und da ist unsere schöne Welt von Fluch der Karibik, Mann. Da bin ich heiß drauf, Jack Sparrow wieder zu treffen. Ich hoffe, es kommt kein Boss wieder gleich am Anfang, aber normalerweise kommt immer. Und dann würde ich sagen, auf geht's! Was uns hier erwartet, wissen wir noch nicht. Ich denke, meine Mischung aus Piraten, Tentakel und vielleicht ein, zwei Piratenschiffen. Ein unsterblicher Pirat? Wir werden es sehen. So, ich hätte niemals gedacht, diese Sterne jemals wieder zu sehen. Es fühlt sich beinahe so an, als wolle mich jemand hier haben. Herzchen, Weg zur Dämmerung, Herzchen. Reich der Dunkelheit, Herzchen, Strände, Herzchen, Aqua, Herzchen, auf der Suche. Ach, Rico. Yo ho, yo ho, a pirate's life for me. The Kraken leapt from the ocean bright. Look out, me heart is yo ho. And to the locker that Sparrow can find. Look out, me heart is yo ho. Yo ho, yo ho. For me, a god is touching a sparrow save. Look out, me heart is yo ho, and brought a blackguard back from the grave. Look out, me heart is yo ho, yo ho, yo ho, a pirate's life for me. The flying Dutchman is on the hunt. Look out, me heart is yo ho. To punish a sparrow for his affront, look out, me heart is yo ho. Yo ho, yo ho, a pirate's life for me.
Within the chest his secret sleeps. Look out, me heart is your hole. The heart of David Jones still beats. Look out, me heart is your hole. Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me. Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me. Why are you so happy? 'Cause we get to be pirates again. Yep, you always did like this world. How could anyone not? Still, it's a real shame we don't have a bigger ship. Got any idea where we're going? Where else? The edge of the world! Captain Sora! Oh? What ails ya, Mr. Goofy? The edge of the world! Aye! We're running out of sea, sir! Aye! We're running out of sea! Oh? Running out?! But there's no time, Captain! Where'd we end up this time? We've been walking forever. I'm exhausted. Some pirates. We won't get anywhere without a ship. A ship. Sora, this is dry land. Oh, boy! It is a ship! There, Sora! Huh? Jack Sparrow! Captain Jack Sparrow. Sure is! Hey, Jack, where are we? Oh? Belay that! Ship absconding! Huh? Help me catch the Pearl before she gets away! Aye, aye, Captain. Und deswegen liebe ich es. Also, Captain Jack Sparrow ist dabei und die Black Pearl fährt da einfach von uns weg. Mach mal. Oder auch nicht. Ah! Alter, was hast du deinem Schiff angetan, Mann? Was ist so wütend auf dich jetzt, Mann? Naja, sehr cooler Abschnitt zumindest.
Und... Hi. Ja. Du bist doch da. Okay, wir kann ich jetzt nicht eigentlich von dem... Wir sind am madige Gegner. Machen wir das halt so, Mann. Zack. Ich block das ja locker, Mann, mit einem Schlag, Mann. Ich muss jetzt den da hinten besiegen. Muss den jetzt leider hier da hinten besiegen. So, ich versuche mein Bestes. Ja, genau, Mann. Also, krasse Welt, wie gesagt, wir sind ja sehr schöner Einstieg hier, wenn ich das mal so sagen darf. Hat mir sehr gut gefallen hier, dass wir unsere Freunde hier gleich mal abstürzen. Und hier dann das Ende der Welt runterfallen. Ja. Was natürlich dann auch in Kingdom Hearts 2 dann Fluch der Karibik 3 passiert ist, wo unsere Leute nach dem verschwundenen Jack Sparrow hier gesucht haben. Oh, was ist denn ein verdammten Schiff angetan, Mann? So, ich hätte eigentlich Vitra einsetzen können. Habe ich damit Goofy gealt? Das wollte ich jetzt eigentlich schauen. Scheiß drauf. Alles gut, alles gut. Ich wurde schon öfters von meinem Schiff abgeballert, wenn keiner drauf sitzt. Aber es war so geil, Mann, wo... Wo Donald und Goofy waren da auf dieser kleinen Kajüte waren und das war sehr schön, Mann. So, legen wir los, Mann. Habe ich irgendwas getroffen? Ich glaube nicht. Ich sehe nichts, außer dass ich bombardiert wird. Sack. Hilfe! Das ist eine Scheißwelt, Mann. Also die Welt nicht. Aber dieser Abschnitt, Mann. Müssen wir mal eine Sekunde sitzen bleiben, Mann. The pearl. We lost her. Was? Du kannst, indem du Eis wirkst und entlang der Aelina aus sie zurück. Okay, sehr schön. Schön, dass du das jetzt sagst, Mann. Aus ist eine neue Stadt. Na, scheiß drauf, neue Stadt. Das ist doch kein so cooler Abschnitt, Mann. Beginnt nett, aber ist irgendwie hart dumm. Und dann Ladezeiten, Mann, die ewig lange dauern. Aber egal, versuchen wir es nochmal, komm. Es ist so madig, weil eigentlich, wenn ich jetzt einfach auf die Gegner ignoriere, wäre doch eigentlich das Schlauste, oder? Machen wir das halt so. Wait. Wenn ich jetzt einfach die Gegner skippe, Mann, wäre das fast schlau, oder? Wieso soll ich eigentlich bitte die Gegner angreifen? Das geht doch viel besser, Mann. So, das ist doch eh viel effektiver, Mann. So, jetzt müssen wir ihn besser ballern. Alter, wieso hängt der da so ab? Ich habe keine Ahnung, Mann. Aber sieht cool aus, Mann. So, ja, ich habe mich einfach viel zu sehr aus dem Kopf konzentriert. Aber es ist so viel effektiver, Mann. Einfach auf die Gegner zu... Einfach auf die Pearl zu laufen, Mann. So, und ihr seht, jetzt sind die anderen Gegner sind einfach eh schon wieder verschwunden. So. Kommt her, Baby.
Hmm.